Ich stehe zu Diensten, Captain. Was gibt's denn hier? Ach, hier ist der ganze Ausrüstungskram. Das heißt, alles, was man herstellen will, gibt's hier unten im Bunker. Hier kannst du pennen. Das ist schon im Besitz. Ich weiß nicht, wem es gehört, weil man das nicht so mitbekommt. Hier kannst du aufs Klo gehen. Das mit dem Duschen, das ist hier offensichtlich ein Problem. Aha, hier Lagerzeug. Lager. Interessant. Hier gibt es Bilder, Lampen, Kram. Hier ist auch irgendwie Lager. Hier kommst du aufs Unterdeck. Was passiert da? Trifft deine Eltern beim Pier Pioneer Tower. Achso, das ist bestimmt wegen meiner... Gibt's hier unten irgendwas? Ah, hier kann ich so rumlaufen halt, ne? Ist nur ein Notizbuch. Da kann ich... Sprich mit Sarah. Hier komme ich nicht durch. Okay. Dann ist das hier nur so ein... Wahrscheinlich das Kanalisationsgrabs. Vielleicht kann ich auch einfach die Tür nicht bedienen, weil ich das Ding in der Hand hatte. Aber wir gehen auch einfach mal in die Loge zurück. Das würde ich auch gerade viel gerne erkunden. So, warte, da war ich gerade. Dann gucken wir uns das hier alles mal an. Hier gibt es Werkzeug, hier kann ich, habe ich eine industrielle Werkbank. An der industriellen Werkbank kannst du einfache Komponenten herstellen, die zum Bau von Gebäuden für deinen Außenposten und zur Herstellung von Fertigungsmods für Waffen und Ausrüstung verwenden kannst. Die Ressourcen für hergestellte Komponenten erlangst du auf Planeten oder Monden, indem du dort einen Außenposten und Ressourcenextraktoren errichtest. Fortschrittliche Komponenten können mit Hilfe von Fabrikatoren in Außenposten hergestellt werden. Ah, da brauche ich Eisen und Aluminium, dann kann ich Rahmen herstellen und all so ein Krempel. Ganz cool. Hier haben wir eine Anzugwerkbank. Da kann ich mir wahrscheinlich Mods installieren oder irgend sowas. Ja. Und hier mit der Waffenwerkbank, da kann ich wahrscheinlich meine Waffen mit Mods versehen. Ah, kurzer Lauf, Standardlauf. Da kannst du ein Laservisier draufbauen, da brauche ich aber Neon für. Dann kann ich mir ein Reflexvisier mit Klebstoff. Kompensator. Okay, Griff und Kolben. Taktischer Kolben. Flecht, Munitionsnest. Intern. Hochgeschwindigkeit. Klein. Keine Mod, leistungsstark. Dann kannst du noch Skins machen. Okay, das ist ganz nice, muss ich sagen. Das hier ist das pharmazeutische Labor und hier ist eine Kochstation, da können wir auch kochen. Ah, da kannst du Alien Jerky machen und Rührei, Brot. Und da kannst du Wasser destillieren. Das ist natürlich, wenn das alles nicht vorher ist, ne? Da kannst du bestimmt auch noch neue Sachen lernen. Was gibt's hier? Ah, das ist die Auftragsbörse.
Deine aktuellen Fortschritte bei der Planetenanalyse erfährst du auf der Infokarte des Planeten, auf der Sternenkarte sowie über den Scanner, wenn du auf der Planetenoberfläche bist. Bei Planeten ohne Lebensform reicht es unter Umständen aus, den Planeten aus dem Orbit zu scannen, um die Analyse abzuschließen. Auf den meisten Planeten musst du jedoch landen, um sie gründlicher zu untersuchen. Das Finden eines bestimmten Planetenmerkmals stellt die schwierigste Art von Untersuchungsmissionen dar. Hierfür musst du ein gesamtes Sonnensystem nach einem Planeten mit dem gewünschten Merkmal absuchen. Finde im Zielsystem Planeten, die Merkmale besitzen, die... Okay, ist ja klar. Im System... Erkundung, wir suchen erfahrene Entdecker zur Ortung eines Planeten mit Kraterfeld im Alpha-Andraste-System. So, haben wir erstmal alles angenommen. Ich meine, mehr Quests bedeutet ja auch letztlich mehr Spaß. Das ist der Coachman und da haben wir Patronen. Da gibt es ein Medipack, das nehmen wir auch mal direkt mit. Ah, hier kannst du ja dann auch so ein bisschen Salat und so ein Kram grappen. Und was geht hier oben? Ah, da komme ich wahrscheinlich irgendwie raus, hä? Ah, das ist sowas wie eine Dachterrasse, hä? Ja. Hier passiert erstmal gar nichts Spannendes. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Da gab es ja noch eine Tür. Brauche ich auch einen Schlüssel der Loge. Es ist schon im Besitz. Bericht über die Constellation. Der folgende Auszug stammt aus einer SSN-Reportage von 2283 über den beinahe Zusammenbruch der Constellation. Obwohl die Bedeutung der Constellation unter den Intellektuellen von New Atlantis ausgiebig diskutiert wurde, war das Verschwinden des Constellation-Gründers Sebastian Banks ein Schlag, der in den Augen vieler das Ende der Organisation besiegeln würde. Tatsächlich schien die Auflösung der Constellation unmittelbar bevorzustehen, bis Chloe Bao im letzten Moment ihre Stimme änderte und damit den Fortbestand der Gruppe zumindest vorerst sicherte, ebenso wie ihre völlig unerwartete Ernennung zur Vorsitzenden. Cocktailglas. Das könnte hier im Dings seine Loge sein. Sebastian Banks Rede. Dies ist ein Auszug aus der bewegenden Rede, die Sebastian Banks, der Gründer der Constellation 2276, vor der Führungsriege der United Colonies hielt, um sich für die Weiterführung der Weltraumerkundung einzusetzen. Kann man hier auch Play drücken? Nee. Deshalb, meine verehrten Kollegen, beschwöre ich euch, gebt die Träume der Menschheit nicht auf, nur um die Zivilisation in einen endlosen Albtraum zu stürzen. Die besiedelten Systeme stehen einmal mehr am Rande eines Krieges. Und warum? Wegen eines Streits über Lebensraum. Der Kosmos ist grenzenlos und doch teilen wir dieselbe selbstsüchtige Besessenheit wie unsere Vorfahren von der Erde, wenn es um unser Eigentum geht. Sind wir im Kern ein Volk aus Eroberern, aus Kriegern? Nein, meine Freunde. Was uns alle als Mensch definiert, ist unser Entdeckungsdrang. Also lasst uns weiterentdecken. Die Zeit ist reif, die imaginären Grenzen der besiedelten Systeme zu überschreiten und die Träume der Menschheit in Erfüllung gehen zu lassen. Denn wenn wir unseren aktuellen Kurs fortsetzen, ist nur Krieg finanzieren, wird es so, fürchte ich, bald niemanden mehr geben, der noch weiß, warum wir überhaupt gekämpft haben. Was gibt's da? Nimm mal das Tablettenfläschchen mit, vielleicht kann ich das ja essen. Moment mal, jetzt bin ich verwirrt. Ah, das ist der Abzweig hier lang. Hier, das ist ein Büro. Da gibt es einen schönen Kompass, den klauen wir auch mal. Oh, Bericht Clark Lewis. Ich habe die Hülle um ungefähr 13.48 Uhr Sollzeit durchbrochen. Wie erwartet waren alle internen Systeme außer Betrieb. Die Notenergie funktionierte schon seit Jahren nicht mehr, also bewegte ich mich bei Schwerelosigkeit durch das Schiff. Auch das hatte ich erwartet. Sofort sah ich die Leichen. Sie waren überall. Die Crew, die Siedler, alle trieben durch das Schiff.
Was mich erstaunte, waren die offensichtlichen Unterschiede bei den Todesursachen. Wer keinen Anzug trug, war gefroren und recht gut erhalten, wobei ich mir vorstellen kann, dass einige wahrscheinlich durch Ersticken gestorben waren. Andere waren ausgemergelt, als hätten sie vor ihrem Tod und dem Erfrieren gehungert. Wiederum andere hatten erhebliche Schuss- und Stichwunden. Ich fand sogar einen zwischen den Trümmern umherschwebenden Arm, allerdings nicht seinen ehemaligen Besitzer. Als ich zum Antriebsraum kam, ergab schließlich alles einen Sinn. Ich hatte es von draußen anfangs nicht bemerkt, aber die Hälfte des Raums war fort, vollständig zerstört. Die Helium-3-Tanks waren gerissen durch irgendwas. Sabotage? Defekte Ausrüstung? Das war nicht klar, aber der Reaktor war weg. In den Weltraum hinausgepustet, ohne Helium-3 waren keine Sprünge möglich. Ohne Reaktor gab es keine Antriebe und keine Schubdüsen. Das bedeutete, dass die Clark Lewis auf immer und ewig durch das All treiben würde. In einigen persönlichen Logbüchern, die ich fand, wurde bestätigt, was ich vermutet hatte. Das Leben auf der Clark Lewis wurde im Laufe der Jahre immer schlimmer. Manche verhungerten, andere griffen auf Gewalt und sogar Mord zurück. Es gab sogar überzeugende, jedoch nicht nachprüfbare Hinweise auf Kannibalismus. In den besiedelten Systemen ist das Verschwinden der Clark Lewis ein moderner Mythos, wie Bigfoot oder die Roanoke-Kolonie. Ein Teil davon besagt, dass das Schiff einen dem Garten Eden gleichen Planeten erreicht hatte und die Kolonisten dort eine Art Utopia gründeten. Es ist schon heftig, etwas zu wissen, das eine gesamte Galaxie nicht weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob eine derart furchtbare Wahrheit überhaupt ans Licht kommen sollte. Chloe Baos umfangreicher Bericht aus dem Jahr 2282 über die Zerstörung des im Jahr 2257 als vermisst gemeldeten Kolonieschiffs Clark Lewis war bei der Constellation höchst umstritten. Zu einer Zeit, als die Erkundung des Weltraums schon zurückging, fürchtete Sebastian Banks, dass die entsetzliche Geschichte der Clark Lewis und ihre Crew die Leute davon abhalten würde, ins gefährliche Unbekannte des Alls vorzustoßen. Naja, ist ja nicht ganz unrealistisch, ne? Das ist auch schon im Besitz. Ich habe das Gefühl, ich kriege hier kein Zimmer. Oh, hier, das ist schon ein schöneres Bad. Geduscht wird hier aber offensichtlich trotzdem nicht. Wie waschen die sich? So, hier haben wir dann nochmal ein bisschen Labortechnik. Hier pharmazeutisches Zeug. Hier liegt ein Medipack rum. Das loot ich dann direkt mal. So, hier, das ist auch ein Besitz. Das ist bestimmt von einer der... Hier, bestimmt Chloe in Noels Zimmer. Hier wohnt er. Sir Livingstons zweites Tagebuch. Von den alten Hasen habe ich gehört, dass obwohl die Erde ein trauriges Schicksal erlitten hat, es ihrem treuen Begleiter Luna wesentlich besser ergangen ist. Offenbar findet man dort noch immer Überreste einer alten Apollo-Mission. Irgendwas mit einem geheimen Initiationsritus für Vorsitzende der Constellation, wenn man Banks Worten Glauben schenken kann. Während einer seltenen Phase der Ruhe habe ich mir bei anderen Forschungen auf die Erde gedacht, dass ich mir die Zeit nehmen könnte. Ich war ja sozusagen in der Nachbarschaft. Es waren jede Menge Scans und ein paar Irrwege nötig, aber ich habe die Stelle gefunden. Am selben Ort wie diese frühesten interstellaren Entdecker zu schwandeln? Unglaublich, was sie mit einer solch primitiven Technologie erreicht haben. Ich fand das alles sehr ergreifend, erbaulich. Ich werde meinen Nachfolger raten, das Gleiche zu tun. Wir machen daraus noch eine richtige Tradition. Auszug aus Sir Malcolm Livingstons zweitem Tagebuch. Bedien dich ruhig an der Bar. Ich trinke zwar nicht, aber wenn ich es täte, könnte ich jetzt sicher einen vertragen. Es gibt hier eine Bar. Ich bin hier, das verwirrt mich alles total. Du gehst hier aus einem Raum raus und dann kannst du 5 neue aufmachen. Ah ja, das ist das Zimmer, okay. Hier wohnt offensichtlich auch irgendwer. Der ist offensichtlich Fitnessfanatiker, der hier lebt. Und er scheint handwerklich begabt zu sein. Das ist ein digitaler Bilderrahmen. Ein Trinkpack. Dietrich, ich wollte eigentlich nichts klauen. Ich wollte eigentlich nur wissen, wer hier wohnt. Aber gut. Ich beklaue halt erstmal alle. Keine Ahnung. So, Moment. Ich war da.
Da bin ich gerade rausgekommen, dann gehen wir jetzt mal... Das könnte mein Zimmer werden. Das sieht irgendwie schwer nach Rumpelkammer aus. Moment, da kommt man dann da rein, ja. Gut, dann biegen wir mal hier ab. Oh, hier, das ist auch wieder ein ganz elegantes... Ah, da könnte man auch, das könnte man auch beanspruchen. Wobei das mir ein bisschen zu... Ich sag mal, ein bisschen zu pompös ist. Und das ist irgendwie der gleiche Schrank, der im Schlafzimmer steht. Aber das wäre als Zimmer möglich. Ah, da kann ich dann schlafen. Okay. Da erhole ich mich bestimmt. Oh, hier, guck mal an. Modellschiffe. Das ist auch im Besitz. Hier gibt es ein Fernglas. Ah, der Waffenkoffer ist unzugänglich. Schade, ich dachte, wir können mal rinlunzen. So, dann haben wir das auch erkundet. Ah, das ist sowas wie ein Besprechungsraum. Ah, das ist die Putzkammer. Hier gibt es dann noch ein paar Bücher, ein bisschen Regalkram, Skulpturen, Pipapo. Und hier hinten ist eine Bar und auch nochmal eine Küche. Dartscheibe, Sitzmöglichkeiten, Leseecke. Was kann man hier machen? Kann man sich hier wirklich wirklich betrinken? Schicke Eiskübel, Gläser, Holzdekoration, Eiskübel. Nee, kann nichts trinken. Schade. Bücher? Kann ich da was lesen? Dracula. Jonathan Harkors Tagebuch, kurzschriftlich verfasst. 3. Mai, Bistritz. Habe München am 1. Mai um 20.35 Uhr verlassen und bin am nächsten Morgen in Wien eingetroffen. Hätte um 6.46 Uhr ankommen sollen, allerdings hatte der Zug eine Stunde Verspätung. Basierend darauf, was ich aus dem Zug und bei einem kleinen Spaziergang zu Gesicht bekommen habe, scheint mir Budapest ein wunderbarer Ort zu sein. Ich wollte mich nicht allzu weit vom Bahnhof entfernen, da wir verspätet eingetroffen waren und möglichst zum festgelegten Zeitpunkt starten wollten. Ich hatte den Eindruck, dass wir den Westen verließen und den Osten betraten. Über die westlichste der prächtigen Brücken, über die Donau, die hier recht breit und tief ist, gelangten wir zu den Traditionen der türkischen Herrschaft. So beginnt Bram Stokers Meisterwerk Dracula aus dem Jahr 1897, ein Buch, das das Horrorgenre auch in kommenden Generationen noch beeinflussen sollte. Über die Entstehung der Arten. Kapitel 1 Variation unter Domestikation enthält eine unerfindliche Liste von Variationen verschiedener Spezies. Wenn wir die Individuen derselben Art oder Unterart unserer älteren Kulturpflanzen und Nutztiere betrachten, fällt uns als erstes auf, dass sie sich im Allgemeinen viel stärker voneinander unterscheiden als die Individuen einer Art oder Spezies im Naturzustand. Wenn wir über die enorme Vielfalt der Kulturpflanzen und Nutztiere nachdenken, die sich im Laufe der Zeit unter den verschiedensten Klimabedingungen und Umständen verändert haben, müssen wir wohl zum Schluss kommen, dass die größere Variabilität darauf zurückzuführen ist, dass unsere gezüchteten Erzeugnisse unter Lebensbedingungen entstanden sind, die stärker voneinander abweichen, als es bei ihren Vorfahren in freier Natur der Fall war. Darwins Theorie über die Entstehung der Arten auf der Erde wird in vollen 14 Kapiteln behandelt, die von Biologie bis Geografie handeln und allem, was sonst noch dazwischen liegt. Moby Dick, Nicholas Nickleby, leitet alle anderen ein. In einem abgelegenen Teil der Grafschaft Devonshire lebt einst Mr. Geoffrey Nickleby, ein achtbarer Mann, der sich recht spät im Leben in den Kopf gesetzt hatte, dass er heiraten müsse. Und da er weder jung noch reich genug gewesen war, sich um die Hand einer gut situierten Dame zu bemühen, ehelichte er aus reiner Anhänglichkeit eine alte Flamme, die ihn aus genau demselben Grund zum Gatten nahm. Und so kam es, dass zwei Menschen, die es sich nicht leisten konnten, um Geld Karten zu spielen, einander ab und an den Gefallen erwiesen, zusammen eine Partie um die Liebe zu spielen. Der dritte Roman von Charles Dickens erzählt die Geschichte eines jungen Mannes und dessen Mühen, seine Familie zu ernähren, nachdem sein Vater sie versehentlich in die Armut und sich selbst in den Tod gestürzt hatte. Nennt mich Ismael. Vor ein paar Jahren, wie viele es genau waren, tut nichts zur Sache, hatte ich kaum noch Geld in der Tasche und außerdem nichts, was mich zu Lande besonders interessiert hätte. Also dachte ich mir, warum fahre ich nicht ein bisschen zur See, um mir die Meere der Welt anzusehen? So beginnt
Melvilles klassische Geschichte über Rache und Besessenheit. Insgesamt 341 Seiten. So, jetzt ist aber auch mit der Leserei mal gut hier. Das ist ja mal gar nicht so spannend. Wir rennen jetzt erstmal hier runter. Jetzt ist die wieder weg, die Tante. Die hat doch eben noch da gesessen. Jetzt sitzt er hier. Ich hatte gelegentlich Zweifel, ob die Constellation eine gute Investition ist, aber nun... Tja, das Geld war gut angelegt. Ja, das war super. Ich hoffe, Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ich habe keine Ahnung, ich habe ja keins. Hoffentlich kommt Barrett zurück. Ich weiß, er gerät ständig in Schwierigkeiten und alle gehen einfach davon aus, dass es gut geht. Aber trotzdem. Jetzt ist die Tante weg. Ach nee, die macht hier im Wintergarten rum. Wie kann ich dir helfen? Das ist nicht so schön. Also erstmal kannst du mir das Sandwich geben. Das ist nämlich das, was ich wirklich brauche. Dann können wir uns ja mal auf den Stuhl setzen. Okay, alles klar. Hi. Man kann mit B warten. Ah, da kannst du dann Zeit verstreichen lassen. Das ist ja interessant. Und wie stehe ich wieder auf? Ah, einfach loslaufen. Okay. Na gut, Freunde, jetzt haben wir hier alles erkundet. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Also da gehen wir dann hier mit der Quatschen da und dann passiert hier auch mal was. Also mehr als lesen, Pipapo, Gedöns. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß beim Zugucken. Und seid auch gern beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn wir in Starfield dann versuchen, das Unergründliche zu ergründen. In dem Sinne, reingehauen, habt eine geile Zeit. Achso, könnt auch gerne ein Abo, Like und einen Kommentar da lassen. Die Glocke aktivieren, alles kostenlos. Würde mir aber total helfen und würde mich auch wirklich freuen.